Hallo zusammen, ich begrüße euch zu dieser Geschichte des Siedlervolkes, wo sich die Gärtner herumtreiben und ein wenig, ja, so dies und das machen und so ein bisschen das Land freischaufeln. Hier tut sich was, das ist aber auch wieder nur ein Farmer. Und wir müssen gucken, dass wir so nach und nach hier unsere Truppen... hier kommen so ein paar Truppen noch produzieren. Und so nach und nach geht das hier alles so voran und seinen Lauf und wie auch immer. Und ich glaube, ich gucke nochmal, ob ich nicht vielleicht sogar hier oben schon eine weitere Farm wegholzen kann. Dazu muss ich natürlich mich noch ein Stückchen reinwagen mit meinem Dieb. Ich weiß auch jetzt nicht, wo die ganzen Truppen... Ah, nee, hier sind auf jeden Fall ein paar Gärtner. Das heißt, wenn wir Glück haben... Oh, nee. Da treiben sie sich rum. Sind gerade am Ende hier drüben. Und gehen jetzt hier rüber zu dieser Farm. Okay. Das heißt, wir werden hier unten weiter basteln. Und die werden jetzt ja hier vermutlich gleich zu der Farm kommen. Und werden dann sich unten zu der Farm herüberziehen. Das heißt... Ja, die Farm ist echt recht neu. Das ist natürlich sehr interessant. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir das hier kriegen. Du bleib mal hier stehen. Habe ich nicht gesagt, dass ich stehen bleibe? Ich dachte eigentlich. Wir brauchen ja noch Informationen über das dunkle Volk, was sich hier rumtreibt. Na, der Aussichtsturm ist schon wieder fertig da. Sehr schön, da können wir hier bald den nächsten hinbauen. Mal gucken. So, ich muss nur aufpassen, dass wir mit dem dunklen Volk hier... Ich guck mal, das Gold schwindet gerade etwas. Ach, da ist ja doch noch da. Ich dachte, das schwindet jetzt, aber ist ja doch noch gut was da. Ja, ihr schaufelt hier noch weiter, das ist gut. Ich möchte nicht mit dem dunklen Volk hier oben in Konflikt geraten. Wie gesagt, sind die nicht gut. Die bauen ja leider, leider auch ihr Land wieder zurück. Die holen sich das ja wahrscheinlich bald wieder. Und die bauen neue Pilzfarmen. Das finde ich auch nicht so wahnsinnig nett. Sieht man hier Gebäude eigentlich? Wie war das? Nee, Gebäude sieht man leider nicht. Nur Siedler. Ja, die haben immer noch keinen Siedler. Aber 399 Truppen jetzt schon. 400 Einheiten. Das ist jetzt schon so eine Sache, wo ich sage, puh, da kommen wir mit unseren hier. Was haben wir hier rumstehen? Ja, 60, 70 Leute. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist mega geil, ne? Ich kann hier, ich hole jetzt zwar hier den nächsten Stoßtrupp rüber. Das sind immerhin auch ein paar Leute. Aber ist jetzt trotzdem noch nicht alles so. Sind die jetzt noch hier oder sind die woanders hin abgedampft jetzt? Das ist ja gar keiner mehr. Wo sind die denn jetzt hin? Ah, doch, sind sie noch da. Die stehen da noch. Dann bleib du mal hier stehen am besten. Und du guckst dann nochmal hier weiter. Weil solange die da sich nicht in Bewegung setzen, können wir eigentlich versuchen, hier unten uns noch weiter um irgendeine Farm zu kümmern oder so. Vielleicht die hier. Die liegt auch ganz günstig auf dem Weg. Und hier ist auch so ein runder Weg. Ah, oh, oh. Oh. Seht euch das an. Hier ist anscheinend schon das Gebiet des Tempels, des dunklen Tempels. Das heißt, das wird ziemlich gefährlich. Ah, da müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen sollen. Da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Das Gebiet des dunklen Tempels hier schon erreicht. Oh, meine Güte. Ja, mit unseren Gärtnern machen wir das hier schon, ne? Uiuiui. So, schnappen wir uns mal alle. Das ist eigentlich ein bisschen sehr gefährlich, was ich hier mache. Mich so nah hier ranzuwagen. Wo ist denn der letzte? Hier. Einen habe ich vergessen. Ey, du auch noch. Ach, na gut, mach du da unten weiter. Ist mir egal. Mach du ruhig. So, das ist jetzt sehr gefährlich, gerade weil die hier auch da stehen. Aber... Wir müssen uns ja vorwagen. Ich könnte das natürlich mit dem Priester machen, aber ich möchte mein Mana so lange wie es geht nicht verschwenden. Deswegen mache ich das halt jetzt alles mit den Gärtnern. So, und die sind natürlich hier sehr mutig, die beiden Herrschaften.
Bitte wagt euch nicht zu nah an die Herrschaften da unten. So, hier brauchen wir einen weiteren Turm. Den können wir auch wieder abreißen. Und dann müssen wir schnell nochmal gucken, dass hier nichts passiert. Sieht gut aus. Ist im Moment noch alles unter Kontrolle. Alles Kontrolletti hier. So, Hauptsache ihr kriegt diese Farm auch wieder nicht kaputt. Gut, solange, wenn da Land drumrum ist, oh, sehr schön. Wenn da Land drumrum ist, dann kann die ja eh nicht viel machen. Die tut dann ja nichts. Aber, also wenn halt grünes Land drumherum ist, dann kann sie ja keine neuen Pilze pflanzen. Insofern ist es sowieso wurscht. Aber trotzdem, besser ist besser. So, haben wir zwei Farmen schon kaputt gemacht. Und ein bisschen Land wieder geklaut. Also ich weiß aber nicht, wie wir hier hin durchkommen sollen. Das liegt ja genau auf der anderen Seite von diesem blöden Tempel. Da müssen wir uns entweder ganz geschickt drumherum arbeiten. Oder uns noch was anderes einfallen lassen. So, der läuft nach hier. Dann bauen wir hier noch einen neuen Aussichtsturm. Und dann gucken wir mal hier. Du machst hier bitte mal mit in der Gruppe. Kannst du ja mitmachen. Und die stehen da immer noch, ne? Die stehen da einfach nur rum und laufen nicht so viel. Die lauern nur. Die lauern, dass wir einen Fehler machen. Wahrscheinlich da. Ah, das sehe ich ja schon. Die lauern darauf, dass ich einmal nicht aufpasse. Und dann kommen sie wie gewaltig angeschossen. Bestimmt. Die Rabauken. So. Wenn ich die mal richtig kennenlerne. Aber ist gut. Unsere Truppen stehen hier und verteidigen. Die passen auf. Ich könnte eigentlich auch mal welche patrouillieren lassen, ne? Könnte ich auch machen. Aber ist jetzt ein bisschen sinnlos. Auf dieser Map zumindest. Auf dieser Map ist es ziemlich sinnlos, weil hier keine... Ich kann es mal just for fun machen hier. Der hier war's. Der wird jetzt immer hin und her laufen. Der einsame Bogenschütze hier ist ein bisschen sinnlos eigentlich. Ich meine, auf dieser Map passiert nichts. Hier gibt es zwei Zugänge. Und einer von den beiden Zugängen wird halt von uns dann, ja, dramatisch betankt werden. So, ich möchte gerne meine Leute jetzt ein bisschen zurückhalten hier. So. Und mit dem Dieb hier unten weiter gucken, was sich hier noch verbirgt. Denn wir müssen da schauen. Ja, hier, der läuft jetzt immer hin und her, seht ihr. Der ist gerade eigenständig wieder zurückgelaufen und läuft jetzt auch wieder in die Richtung hier. Das heißt, theoretisch könnte ich das auch mit einem Dieb machen. Der läuft dann auch fleißig hoch und runter und guckt sich dann an, was wir hier noch an Gebieten haben. Ah, hier gibt es ja echt, also es ist recht groß und hier unten ist auch keine Pilzfarm. 419 Truppen, also es wären mehr und mehr. Wir müssen jetzt so langsam tatsächlich gucken, dass wir das eindämmen. Man kann mit einem Priester das Gebiet um den Tempel, also man kann den Tempel mit einem Priester kaputt machen. Das Problem ist nur, solange noch zu viele Farmen da sind, hier ist schon wieder eine neue Farm. Komm, solange noch zu viele Farmen da sind, ist das Ganze ein bisschen schwierig. Denn dann kann man sich nicht so nah an die Farmen herannähern. Meine ich zumindest. Nicht an die Farm, sondern an den Tempel. Halt, du bleibst mal besser hier. Da sind doch ganz schön viele Krieger, die davor rumstehen, vor dem Tempel. Ja, die arbeiten sich jetzt weiter vor. Ist hier echt eine neue Pilzfarm gezogen worden, ne? Finde ich auch nicht so toll. Ein bisschen dreist. Kackdreist sind die da. Aber die bewegen sich da nicht. Die stehen da nur rum. Die warten wahrscheinlich, dass wir mal angreifen. Was ich eigentlich auch mal machen könnte. Jetzt, wo ich genügend Leute habe. Hier, ihr traut euch bitte hier runter. Ich werde natürlich nicht so blöd sein und die Tempel angreifen. So doof bin ich noch nicht. Das wäre schön blöd von mir. Aber mittlerweile habe ich tatsächlich so viele Leute, dass ich eigentlich hier... Ich hör mal auf zu patrouillieren da. Dass ich eigentlich hier ganz entspannt durchlaufen könnte. Oh, und wir sehen... Jetzt fehlen uns gerade ein paar Ressourcen an Eisen. Nee, es fehlt Kohle. Ach, es fehlt schon wieder Kohle. Kohle für die Waffenschmiede fehlt. Das ist natürlich wieder sehr ungeil. Das heißt, wir werden uns... Hier tut sie was. Da laufen zwei Leute rüber. Nee, da laufen ganz viele Leute herüber. Okay. Das sind wahrscheinlich die vom Tempel. Die bilden jetzt einen neuen Trupp aus.
Und werden wahrscheinlich auch bald loslaufen. Wenn ich die... Oh. Aha. Die stehen jetzt hier nur? Oder was machen die? Die wollen laufen. Die laufen jetzt hier rum. Oh oh. Oh oh. Das finde ich jetzt gar nicht toll. Die laufen jetzt hier oben rum und wollen anscheinend entweder mich angreifen. Dann ist doch nicht ganz so geil, dass ich hier mit allen Truppen hermarschiert bin. Dann hole ich mal schnell wieder ein paar zurück. Entweder wollen die mich jetzt angreifen, was ich ziemlich ungeil finde. Vor allem hier kommen richtig viele Leute. Nee, die stehen da zum Glück nur. Nee, die stehen da nicht nur. Die laufen doch weg. Okay. Finde ich jetzt nicht so geil. Finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht geil. Das finde ich sehr blöd. Die lassen wir unten mal machen. Die nehmen wir mal hier mit. Und ich glaube, ich muss noch mehr ziehen. Die kommen jetzt anscheinend echt mit allem, was sie hier haben. Eieieiei. Das finde ich jetzt sehr ungeil. Wenn die jetzt hier echt rankommen. Das heißt, wir sollten ja auch schnell nochmal vielleicht einen Turm bauen. Irgendwo hier, um uns zu verteidigen vielleicht. Ich weiß das nicht. Wo auch immer. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wo ich hier einen Turm hinbauen soll. Hier einfach mal ganz schnell drei Türme hingeklatscht. Dass wir uns hier verteidigen können, wenn die ankommen. Das war's jetzt zum Glück, was das angeht. Dann können wir eigentlich jetzt mal uns hier ein bisschen umgucken. Ja, machen wir hier ein bisschen... Hier machen wir jetzt ein bisschen Frühjahrsputz sozusagen. Oh, das finde ich jetzt aber nicht gut. Das finde ich jetzt aber gar nicht toll. Dass die jetzt mit allem was haben hier ankommen. Da kommt noch einer hinterher. So. Ihr wagt euch hier runter. Du wirst hier weiterlaufen. Und wir werden jetzt in der Zeit, wo die jetzt hier ankommen, werden wir jetzt hier alles zerlegen. Aber radikal, so weit wie wir kommen. Weil ich glaube, so wirklich viele Truppen haben sie jetzt nicht hier gelassen. Die werden hoffentlich nicht bis zu unseren stärksten Punkten vorstoßen. Finde ich zumindest ganz gut. Ich brauche unbedingt mehr Kohle. Das heißt, ich sollte vielleicht auch noch eine weitere Köhlerei irgendwie holen. Noch ein paar Holzfällerhütten. Das wollte ich ja eh machen. So, eine Holzfällerhütte, noch eine Holzfällerhütte. Und dann bauen wir hier noch eine Kühlerei hin, auf jeden Fall. Kühlerei. So. Ja, also hier unten gibt es gar keine Truppen. Irgendwie hier unten haben wir fast keine Truppen gegen uns. Das ist sehr gut. Hier tut sich auch nicht viel. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wann denn dieses dunkle Volk hier auftaucht. Wir werden uns mal unsere rechtlichen verbleibenden Priester holen. Hier tut sich nichts. Hier tut sich nichts. So. Ihr könnt mal bitte da diese Farm da kaputt machen. Das finde ich echt sehr, sehr genial. Wenn ihr das mal auf die Reihe kriegen würdet. Kommen sie wieder zurück. Nee, es kommt noch einer, der hinterher sprintet. Oh, da kommen jetzt aber echt richtig... Da kommt jetzt aber echt richtig dicke, glaube ich. So, der Turm wird zwar fertig. Ah, da ist das dunkle Volk. Die stehen da. Sie stehen und lauern. Sie wollen uns wahrscheinlich doch nicht gewähren lassen, so wie ich es gerne möchte. Ach nee, was ist das denn? Da kommt doch tatsächlich noch einer, der sich ein neues Land erschlossen hat. Na, der kommt aber nicht weit. Das kann ich ja wohl euch versprechen, meine lieben Herrschaften. Hier gibt es wohl keine weiteren Pizza mehr gerade. Du kommst nicht weit, Freundchen. So. Hä? Ach so. Ja, da haben sie sich nur mit dem gekloppt. Na gut, das ist ja... Das haben wir ja erwartet. So, hier tut sich nichts, Hauptsache. Und hier oben ist auch noch keiner angekommen. Wir müssen diesen Turm möglichst lange halten. Ich glaube, ich baue hier nochmal einen weiteren Turm hin. Jetzt kommen sie. So. So. Einmal einen Eiszauber bitte. Falls du denn dazu kommen solltest. Sehr schön. Und einen Blutzauber. Und dann einen weiteren Eiszauber.
Sehr geil. Jetzt kommen wir nämlich hier ein bisschen vorwärts. Sehr schön. Und nochmal. Damit die auch ja nicht uns fertig machen können. So. Und nochmal. So. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Wir ziehen jetzt unsere Nahkämpfer mal zurück. Oh. Können wir doch nicht so gut machen. So, schlagt mal noch ein bisschen. So, du musst da weiter. Wir müssen den jetzt nämlich alle hier so schnell es geht irgendwie fertig machen. Ihr geht mal darüber. So, wir brauchen hier noch weitere. Kommen die schon? Die kommen da oben noch nicht. Ja, super. Du kommst natürlich überhaupt nicht weit. Sehr gut. Macht sie alle platt. Jetzt haben wir natürlich fast alle Nahkämpfer verloren, aber nicht so wichtig. Unsere Fernkämpfer haben wir ja noch. Die können das auch in Ruhe schaffen. So, und nochmal eine Runde. Alle irgendwie. So, ihr haltet euch jetzt zurück. Und du jetzt auch. Na gut, einmal. Einmal geht's noch. So. Unsere Bogenschützen. Hauptsache unsere Bogenschützen, die erledigen das. Die haben jetzt erstmal die Armee ganz gut ausgedünnt hier. Das sollten die jetzt schaffen. Den Rest auch noch zu erledigen. Ja, die kümmern sich hier um die Farm. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die ihre Truppen zurückziehen. Das sieht nämlich gerade ganz danach aus, als würden sie ihre Truppen alle zurückziehen. So, den einen noch. Wunderbar. Haben wir doch erledigt. Ach so, ja, nee, du kannst den natürlich gerne noch hier töten. Da habe ich kein Problem. Ja, wir haben sie anscheinend so weit zurückgedrängt und so weit verunsichert. Halt. Wir haben sie anscheinend so weit verunsichert, dass sie sich tatsächlich mit allem, was sie haben, zurückziehen. Das finde ich sehr, sehr geil. Und das gefällt mir jetzt sehr. So, und jetzt werden sie sich... Jetzt werden wir uns auch hier zurückziehen. Und unsere Gärtner nehmen wir auch natürlich mit. So, gucken wir mal. Die kommen jetzt tatsächlich alle zurück. Die haben trotzdem noch deutlich mehr Krieger als ich. Ja, auf offenem Feld ist das natürlich eine äußerst gefährliche Sache. Die werden wahrscheinlich... Nee, die stehen da. Die stehen da und warten nur. Die wollen uns jetzt noch nicht so sehr zu Leibe rücken anscheinend. Aber die kommen bestimmt gleich. Wir müssen hier warten, bis unsere Gärtner zurück sind. Und dann müssen wir alles, was wir hier haben, zurückschicken. Wo sind unsere Nahkämpfer? Nahkämpfer haben wir gar keine. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, das ist natürlich jetzt ganz böse. Jetzt kommen da noch zwei Nahkämpfer. Das ist jetzt ganz böse. Wir müssen eigentlich tatsächlich hier ein paar Bogenschützen hier lassen. Hier die Hauptmänner, die brauche ich hier nicht. Die stören nur. Die kann ich tatsächlich mal hier hochholen. Aber, halt! Hier, alle die hier umhauen. Mann, ne Güte. Machen die unsere Gärtner alle kaputt. Na gut, was will man machen? Hier, dann macht hier mal weiter, ganz gemütlich. Ah, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Dann haut euch doch mal hier unten hin, bitte. Und du bist auch ganz gefährdet, Freundchen. So. Erstmal die hier. Ach so, da war, haha, da war ja ein Dieb von uns. Hier kommen ja gerade ein paar Herrschaften, die wir nicht so gerne hier haben wollen, weil die wollen jetzt ja sich Land holen. Das finde ich nicht so schön. Das könnt ihr gerne unterlassen. Habe ich kein Problem mit. Oh, habe ich kein Problem mit. Habe ich gar kein Problem mit. Habe ich gar kein Problem mit. Lauft, Freunde, lauft. Vielleicht schafft es ja noch. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht, dass wirklich viele da entkommen können. Das sieht eher nach einem kleinen Massaker aus.
Das sieht eher nach einem kleinen Massaker aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hallo? Lauft ihr? So. Hier, ich möchte euch gerne retten. Na. Ob die aufgeben. So, ihr lauft hier hin und ihr könnt hier unten erstmal stehen bleiben. Euch tut ja wahrscheinlich keiner was so schnell. Okay, da kehren an welche schon wieder rum. Vielleicht können ja zumindest ein paar Leute Leben wieder mitnehmen. Naja. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Gut, aber wir haben zumindest ein bisschen was hier verbessert. Oh, die laufen hier nur rum, die interessieren sich gar nicht für mich. Na gut, dann nehme ich meinen Dieb hier nochmal schnell weg, bevor der noch getötet wird. So, hier findet man heute leider keine Bäume mehr. Okay, kriegen wir auch hin. Oh, jetzt wird natürlich gleich dieser blöde Turm hier fertig. Das ist natürlich auch alles andere als optimal. Also, die müssen wir gleich wieder abreißen. Zack, bevor die auf die Idee kommen, uns den Turm hier einzugreifen. Und einzunehmen. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier retten können. Das wird nicht viel sein, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Okay, zumindest haben wir ein paar Gärtner gerettet. Wir haben ein paar Pilzfarmen abgerissen. Wir haben einen geheimen Agenten eingeschleust. Wir hätten eigentlich echt direkt hier hinrennen müssen. Sie haben nur noch 321 Leute. Wir haben also insgesamt 148 Leute vernichtet. Nur 53 verloren. Das wird sich gleich noch minimal erhöhen. Weil die echt auf mich einprügeln, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich weiß nicht, ja, ich glaube, viele schaffen das hier echt nicht. Das werden nicht viele Leute schaffen. So, den Axtkämpfer nehmen wir noch mit und dann ist die Zeit auch rum. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.